In der Arena Kreis Düren anlässlich des Volleyball-Bundesliga-Spitzenspiels Powervolleys gegen den Spitzenreiter VfB Friedrichshafen. Da gab es heute vor dem Spiel schon eine besondere Ehrung durch Peter Borsdorf von der Spendenaktion. Es wurden heute 20.000 Euro übergeben an einem dreijährigen Jungen. Herr Borsdorf, aus welchem Anlass und für welchen Zweck? Also der Anlass war ja, dass ich aus dem Volleyball-Fankreis dem Elternpaar empfohlen worden ist, mal mit mir zu sprechen, in der Hoffnung, dass ich vielleicht für ihren Sohn, den Ole, etwas tun könnte. Dann haben wir zwei telefoniert. Ich war so überzeugt nach dem Telefonat und bin für den Ole gestartet. 4 Wochen unterwegs gewesen, konnte tüchtig Geld sammeln, bin toll unterstützt worden. 20.000 Euro waren zusammengekommen und die habe ich heute übergeben, ganz einfach. Dreijährig ist der Junge, man spricht von globaler Entwicklungsstörung. Können Sie mir als Mutter sagen, was man darunter versteht? Es ist einfach so, alle Kinder erreichen irgendwann Meilensteine und beim Ole war es so, dass er sie nicht erreicht hat. Die Kinder konnten plötzlich krabbeln, er konnte es nicht, er lag immer noch auf der Stelle, dann konnten die anderen Kinder laufen, da fing er gerade erst an zu krabbeln und so hat sich das halt alles gezogen. Und er kann jetzt seit 5 Monaten laufen und wir hoffen halt, dass alles andere auch noch irgendwann dann noch danach kommt. Diese 20.000 Euro werden für eine besondere Aktion verwendet, für eine Therapie mit einem Tier. Wahrscheinlich einmalig oder erstmalig in Deutschland so eine Therapie mit einem Tier für so einen Jungen in so einem Zustand. Wie sind Sie denn auf diese Diagnose gekommen, dass man mit Tieren so eine Therapie durchführen kann? Also ich muss das korrigieren, weil es ist nicht erstmalig, ja, sondern das ist der Deutsche Reha-Hund-Verein und ja, wie gesagt, wir haben halt mitgekriegt, dass mein Sohn sehr tieraffin ist, dass er, selber Reittherapie hat, also das da also richtig gut macht. Ja, und dann hat meine Frau ein bisschen recherchiert und ist dann darauf gekommen. Dann waren wir in der Reha oder auf der Reha-Care in Düsseldorf. Ja, und dann so sind wir mit dem Verein in Kontakt gekommen und ja, dann waren wir auch in Rostock, wo dieser Verein sitzt. Und dann hat mein Sohn diesen Hund kennengelernt, der Hund meinen Sohn kennengelernt, die haben sich angefreundet. Ja, und so ist das eigentlich entstanden. Man spricht von einem Team. Ein Team besteht aus 2 Mitgliedern. Der zweite, wo ist er? Naja, das sind die 2 dann. Also das ist in diesem Fall ist das die Indie, das Tier und der Ole. Und ich kann nur dazu sagen, ganz in unserer Nähe gibt es einen ähnlichen Fall. Nämlich vor es ja im Sommer bin ich für den kleinen Nils aus Langewehe gelaufen. Da war auch der Junge, der sitzt in einem ganz speziellen Rollstühlchen, Glasknochen und. Und auch dem Jungen war dieser Therapiehund angeraten worden. Und nach einem halben Jahr war er ausgebildet, der Hund ist da. Und wenn man also sieht, was dieses Tier für den kleinen Nils alles tun kann, er ist auch ein Gefährte, ein Kuschelgefährte. Und deswegen ist es einfach nur ganz gut. Es bringt ganz viel für die Kinder und deswegen bin ich also gerne unterwegs gewesen.
gerne unterwegs. Anfang Januar wurde die Aktion ins Leben gerufen. Jetzt haben wir Mitte Februar 20.000 Euro in so einer kurzen Zeit. Ist eine einmalige Geschichte hier in Düren? Die Geschichte ist eigentlich noch viel einmaliger, wenn ich Ihnen sage, dass wir heute Morgen schon 16 Kindergärten nämlich mit 12.000 Euro unterstützt haben. Ich bin täglich unterwegs, werde ganz toll unterstützt, aber ich muss auch jeden Tag mich bewegen und dann ist das möglich. Und man kennt mich und man weiß, dass aus meiner Aktion 1:1 das immer ankommt. Ich werde also gerne unterstützt. Noch eine Frage an die Eltern. Wann treffen die beiden zusammen? Wahrscheinlich im Sommer. Also uns wurde gesagt, Sie können es nicht genau sagen, wann die Ausbildung dann zu Ende ist, aber Sie gehen mal von Sommer 2018 aus. Sie als Vater vielleicht noch einen Wunsch, den Spendern dementsprechend Danke zu sagen? Ja, also wie gesagt, also als ich mit ihm telefoniert hatte, standen mir danach so ein bisschen Tränen in den Augen, dass jemand, ne, also wie soll ich sagen, der mich eigentlich oder uns nicht kennt, dann so viel Einsatz und ja, Wahnsinn für unseren Sohn sowas gemacht hat. Und ja, auch für andere Kinder. Also wir haben es ja jetzt wirklich gesagt. Und wie gesagt, das 1:1, dass das an die Kinder geht, ist einfach nur der helle Wahnsinn. Und ja, mehr als Danke können wir, er will es ja nicht hören, aber wir können uns nur bedanken und allen Spendern wirklich sagen, auch Dankeschön und fröhlich weiterspenden, weil der Peter hat noch andere Aktionen laufen. Peter Borsdorf, der große Mann hier in der Region, in der Bundesrepublik, schon überall gewesen, selbst beim Bundespräsidenten, dementsprechend ausgezeichnet. Vielleicht für die Hörer von Online Radio Düren noch ein paar Worte zum Schluss, jetzt von nach dieser Spendenaktion. Das tue ich gerne, nämlich ganz einfach, dass meine Aktion eigentlich beweist, dass wir nicht immer hoffen möchten, dass andere, Vater Staat, die Stadt etwas für uns tut. Man kann als Einzelner ganz viel bewegen. Man muss sich einsetzen, es gerne machen und dann ist ganz viel zu machen. Und deswegen stand heute Running for Kids im 24. Jahr 1.840.000 Euro mit einer Sammelbüchse gesammelt. Also, das geht doch. Man muss nur machen. Vielen Dank. Gehen wir zurück.